Hallo, ich bin Cindy Davi vom ZSL und der EUTB hier in Bad Kreuznach. Und jetzt möchte ich ein bisschen erzählen darüber, wie es ist, eine Autoimmunerkrankung zu haben, die Diagnose zu haben und dann erst im Moment die Gedanken dazu, was man im ersten Moment denkt und natürlich auch empfindet. Das ist ein sehr schwieriges Thema, weil man am Anfang, wenn man die Diagnose bekommt und zum Beispiel bei mir, ich war ja sehr jung am Ende meines Studiums und man hat ja eine Vorstellung von seinem Leben und das ist in dem Moment, vielleicht rückt es erstmal in weitere Ferne und also es war immer mein Gedanke, jetzt rückt es in weitere Ferne, ist aber noch nicht ganz praktisch erledigt, sondern ich will das trotzdem noch. Aber bei mir war der Verlauf meiner Erkrankung, ist sehr selten. Deswegen wusste ich im Grunde genommen gar nicht, wie es weitergeht und was passieren könnte in der Zukunft. Das wusste ich ja alles noch gar nicht, weil es keine Langzeiterfahrung gibt praktisch, weil meine Erkrankung vielleicht gar nicht so selten ist, aber der Verlauf meiner Erkrankung schon. Und das ist bei anderen vielleicht anders. Vielleicht möchten die, das muss jeder aber mit sich ausmachen, ob er wissen will, was passieren könnte, ob was nicht passiert. Zum Beispiel bei der MS, wie der Verlauf weiter ist, ob man Kinder bekommen möchte. Bei mir ist das so, dass ich, wie gesagt, am Anfang gar nicht wusste, wozu es kommen kann. Aber auch, weil es immer weniger wurde bei mir. Also das heißt, ich konnte dann irgendwann nicht mehr laufen, ich konnte irgendwann nicht mehr schreiben und meine Stimme hat sich verändert. Das heißt, es wurde immer weniger bei mir und deswegen ist diese Phasen der Trauer wie Leugnen, Wut, Depression, Akzeptanz, die mache ich eigentlich, wenn ich die mache, ständig durch. Aber mittlerweile ist es, ja, ich habe akzeptiert, dass es so ist, wie es ist und dass es vielleicht immer schlechter wird. Und ich versuche den Tag so, das hört sich sehr plakativ an und wie aus irgendeinem schlechten Roman, aber ich nehme halt wirklich den Tag so, wie er ist. Ja. Und was echt ein bisschen gruselig ist, aber das passiert vielen, die im Laufe ihres Lebens erkrankt wurden. Wenn ich träume, träume ich zum Beispiel immer, dass ich mich noch bewegen kann. Und wenn ich dann aufwache, dann ist es halt nicht mehr so. Und deswegen, vielleicht ist das auch der Grund,
dass ich gar nicht mehr irgendwie groß erwarte, dass es anders ist, als so wie jetzt eine Realität ist, was mir sehr geholfen hat. War eigentlich mein Umfeld, dass ich eine ganz tolle Familie habe zum Beispiel und auch ganz tolle Freunde und auch, dass ich die Möglichkeit hatte, zu ihr auch am Anfang erst ehrenamtlich etwas zu machen. Das hat mir persönlich sehr geholfen. Ich empfehle jedem, der Beschwerden hat und die sich eine Selbsthilfegruppe zu suchen. Es muss ja nicht unbedingt eine Diagnose sein, sondern einfach dieselben Beschwerden und da trifft man viele Gleichgesinnte, die dieselben und ähnlichen Schwierigkeiten haben, Herausforderungen haben. Und wenn man dann so jemanden findet, dann sieht man auch in dem anderen oft, dass man noch viel, viel mehr ist als nur die Erkrankung. Also ich bin viel mehr als die Erkrankung. Ich bin nicht bemitleidenswert, bin genauso streitbar wie jeder andere. Mein Mann zum Beispiel regt sich über mich bestimmt genauso auf wie andere Ehepartner über ihren Partner. Und deswegen, also ja, man soll nicht denken, nur weil man beschäftigt sich natürlich am Anfang sehr mit der Erkrankung, mit einem Schicksal, aber wenn man das so nennen will, Schicksal, ist ein sehr schweres Wort, finde ich. Aber zu sehen und dass man auch noch viel mehr ist als nur sein Schicksal, in Anführungsstrichen, ist einfach sehr erleichternd.